Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und ich hatte schon wieder 1000 Probleme, weil schon wieder die Einstellungen zurückgesetzt wurden und so. Und ich gehe mittlerweile schon einfach davon aus, dass irgendwas schief läuft. Wenn ich schon da drücke auf The Sims 3 spielen, denke ich mir schon so, nee, was geht heute schief? Und in der Regel alles. We will see, was heute so vor sich geht. Oh, verzeihen. Ja. Oh, es ist schön. Es beginnt sehr toll. Ich weiß noch, dass wir... Och, Mann. Schon wieder schlechte Qualität. Die können wir ja nicht verkaufen. Also können wir schon, aber es ist ein bisschen asozial, oder? Wir wollten mit Adrian ein paar Backwaren verkaufen. Aber dafür muss der junge Mann das ja auch hinkriegen. Wunderbar. Yay. Nimm die auf jeden Fall mit. Und dann machen wir noch Kekse. Weil ich fände Kekse richtig cool. Dann haben wir... Muffins und Kekse. Ausgezeichnet. Supi. Soll er noch was machen? Brownies kann er. Aber ich weiß nicht, ob er das schon packt. Wir machen nochmal Blaubeermuffins. Weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nochmal 1000 zu machen, die nicht funktionieren. Aber das steigt richtig schnell mit seinem Level hier. Er ist echt ein geborener Koch. Warum ist das immer so laut, obwohl ich es leise eingestellt habe? Yay, it worked. Cool. Dann speichere ich jetzt, bevor wir gehen. Sie ist dein Stadtmädchen, du wirst dich verbrennen. Es ist gut, dass ich gespeichert habe, oder? I can't do this anymore. Also, wir versuchen es dann diesmal. Aber vielleicht sollte der Junge noch mal was essen, bevor er geht. Und dann besuchst du den Central Park. Hey! Das Buch scheint anscheinend gut anzukommen. 63 für ein Kapitel. Nice, nice. Ich finde auch schön, dass er mit dieser Krone und so jetzt rumlatscht. Warum sollte man sie auch vernünftig anziehen? So, kann ich das jetzt einfach so rausholen? Jo, stellen wir das hier so mitten hin. Muffins hin. Ja, das wird schon passen mit dem Geld. Tisch decken. Okay, ich glaube, das sieht an sich ganz gut aus, oder? Muss man jetzt einfach warten? Weil er bedient auf jeden Fall den Tisch. Sie will immer die Freunde mit Spezi beenden. Ich finde das richtig gemein. Nee, wir gehen jetzt nicht Party machen. Google mal, ob das so richtig ist. Okay, hier steht, dass irgendwie es einen Bugbericht gibt, was irgendwie besonders gefragt ist. Aber egal. Welches Level bist du? 6. Und wie lange hast du noch Zeit? 14 Tage. Okay. Ja, also die Leute lieben es auf jeden Fall. Oh Mann, oh. Will man einmal was Schönes machen. Ich finde auch schön, gefühlt sind die nur Hunde. Oh, und ein Pferd. Dieses Spiel ist so doof. Also ich kann jetzt hier mal jemanden herbeirufen, aber es juckt ihn auch nicht. Schade. Bei mir guckt ja noch nicht mal jemand. Da stand, also im Internet steht halt wenigstens, dass da Leute dann sind, die dann mal gucken. Ja, aber die dann vielleicht kein Interesse haben oder so. Das kann ja sein, aber hier ist aber niemand. Vielleicht ist es auch zu unbelebt. Es ist aber traurig auf jeden Fall. Hey Hund, willst du einen Kuchen? Hahaha. Oh, jetzt macht er das hier kaputt. Also, die Spiel ist so doof. Also dafür, dass sie heute rebellisch ist, finde ich sie gar nicht so rebellisch heute. Bis auf, dass sie halt den ganzen Tag diese Abendkleidung trägt, aber... Also es gibt Schlimmeres. Spezi sieht, dass Ava schockiert ist? What? Sie können die auch günstiger machen, aber... Ich glaube nicht, dass es unbedingt was bringt. Oh, ist voll traurig, dass er nichts verkauft. Mausi. Aber sie kann an ihrem Seminar mal teilnehmen. Ava hat gekocht. Und es ist zumindest normal, also genießbar. Das ist wichtig. Ich glaube, das mit Adrian wird hier nichts mehr. Dann nimm das bitte mit und dann kannst du nach Hause gehen. Och Mann, wie blöd. Aber dann stellen wir die Backwaren wenigstens mal hier rein. In den Kühlschrank. Dann können wir die wenigstens essen. Er hat sogar die Hausaufgaben schon fertig und so. Was für ein braver Junge ist das eigentlich? Das Spiel laggt zwischendurch schon wieder so sehr. Ne? Ich muss einfach... Die Stimmungsschwankungen von Ava sind vorbei. Und wir haben irgendwie gefühlt nichts davon mitbekommen, außer dass sie die ganze Zeit die Freundschaft zu Spezi beenden wollte. Why? Ich weiß ja nicht, wie oft ihr euer Klo entstopfen müsst. Aber passiert das so oft wie in Sims, Alter? Also war uns irgendwie... Nie? Hey, Level 4 der Geschicklichkeit, Fähigkeit. Hat manchmal auch was Gutes, ha? Huh? Ich kann das nicht mehr, es geht alles gerade kaputt. Süß, Adrian möchte angeln. Ich meine, wenn er das unbedingt möchte, darf er das natürlich gerne tun. Mein Magen hat geknurrt, Hilfe. Okay, sie heult wegen dem billigen Bett rum, ne? Ich finde an sich das Muster halt ganz cool. Deswegen würde ich das gerne behalten. Aber sie kann sich natürlich ein neues Bett kaufen. Was halten wir davon? Dann ist es nicht so anders. Dann kann das weg. Aber dasselbe Problem habe ich mit dem Bett. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Billo-Bett nur, ne? Man darf sich ja auch mal was gönnen. Yay! Adrian hat Level 2 im Angeln erreicht. Wow! Hier soll ein Treff für Hundefreunde sein, aber hier ist niemand. Kein
Hund. Nur Dean Black Floris. Ich dachte, jetzt können wir hier einen Streuner finden oder so, weil sie wünscht sich das ja. Aber ich hätte auch Bock auf eine Katze, aber sie will ja unbedingt einen Streuner. Sie macht erstmal ihre Hausaufgaben hier, meinetwegen. Stimmt, er muss noch diese dummen Käfer finden, die hier nirgendwo spawnen. Oder man sieht sie halt nicht, es ist halt die Frage. Aber ich sehe hier halt nirgendwo was, nur so Samen und so. Vielleicht bin ich blind, kann auch sein. Hallo, kommen hier auch Hunde? Schreiben eine Textnachricht an jemanden. Oh lol, der ist ja hier. Weil wir mögen den ja. Und der findet uns doch... War das nicht der Typ auch, der uns heiß fand? Also ich hätte Bock. Kann ja mal hier, wenn wir jetzt eh schon hier ein bisschen Langeweile haben. Yay, Tantiem! Aber er scheint jetzt schon erwachsen zu sein. Kaki. Also dieser Hund ist auf jeden Fall kein Streuner. Das ist schade. Stimmt, sie wünscht sich ja auch noch, in der Öffentlichkeit ein bisschen Musik zu spielen. Vielleicht klappt das ja besser als das mit den Backwaren. Jetzt seht ihr erstmal so eine Geistergeschichte. I love it. Mann, warum wollt ihr alle, dass ich tanze? So, let's go up in den Park. Für Trinkgeld spielen. So. Let's go. Weil dann kann sie eventuell ja ein Level steigen und sie kann halt potenziell Geld einnehmen und dann hat sie zwei Wünsche mit einer Klappe. Ava hat einen neuen Himmelskörper mit vollem Merkmal entdeckt. Winzig weiß Unterriese. Ava darf ihm jetzt einen Namen geben und erhält von der Hornbeck-Weidler Astronomiegesellschaft 55 Simoleons. Wir nennen ihn kleiner Weißer. Pop off, Girl. So, möchte sie mal ein bisschen ein Rennspiel spielen hier am Fernseher. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das Kind ist eine Fee! Ich wurde gerade gefragt, ob halt von Yildiz der Sohn vorbeikommen möchte. Hallo, natürlich will ich Besties mit dir werden. Alter, du bist eine Fee. Du bist ja nochmal 10-mal cooler als jedes andere Kind. Sie kommt mit ihrer Gitarre. Super. Ja, sie möchte irgendwie gar nicht stalken, wie es den beiden Kindern geht, ne? Nein, nein. Ich glaube, dieser Ort ist zum Geldverdienen einfach nicht gut, weil sie hat noch keinen einzigen Cent gemacht. Der Fernseher ist einfach kaputt. Why? Was hat sie getan? Dass der Fernseher kaputt ist. Kurz einen Controller gegengeschmissen, oder was? Ja, Sophia, ich glaube, du gehst jetzt auch mal nach Hause. Oh Mann, ey. Was ist denn der Heile-Flink-Trank? Nee, ich möchte eigentlich nur diesen Trank, damit ich meinen Bestie, ne? Oh, die gehen anscheinend jetzt. Tschüss. Aber die haben sich zumindest ein bisschen angefreundet. Also, naja, also nicht wirklich. Also, die haben sich kennengelernt. Warum schneit es? Dachte, wir wären damit durch. Eigentlich nice, wenn man so früh aufwacht, weil dann kann man in Ruhe duschen gehen. Und kein Sturz. Ist ja schon wieder Montag. Oh, meine Güte. Ist ja wie im echten Leben. Er möchte die Schule schwänzen. Warum? Ich finde es schön, dass er hier einfach sitzt und irgendwie mit irgendwelchen Leuten chattet. Ah, erwachsene Frauen auch noch. Ganz schwierig. Aber Bro, du gehst trotzdem zur Schule. Ob du willst und nicht. Mal gucken, ob sie dann bald schon wieder befördert wird, ne? Also bei ihr läuft auf jeden Fall hart. Hier hinten ist ja auch nochmal ein Park, ne? Vielleicht versuchen wir es hier nochmal mit der Musik gleich. Derzeit kein Unterricht? Bitte? Wieso derzeit kein Unterricht? Also schwänzt er doch die Schule. Warum läuft hier ein Pferd vorbei, Alter? Er hat Brownies gemacht und sie sind ausgezeichnet. Ich bin sehr stolz auf dich. Warum bist du jetzt nicht in der Schule? Ach so, weil hier ein Auflauf ist. Super. Also hier sind auf jeden Fall Leute. Das ist schon mal gut. Gibt's hier ein Klo? Sieht irgendwie nicht danach aus. Huch! Wie hat sie denn jetzt sich eingepisst? Oh, oh. Aber sie stinkt gar nicht. Mann. Riley! Wow! Die gute Chefreporterin. Aber wenn es doch diese Dinger gibt, wenn du zum Beispiel essen gehst oder so, ne? Da kannst du ja hier sagen... Kritik über Restaurant schreiben, ne? Das muss ja dann mit anderen Sachen auch gehen, oder? Also ich meine, theoretisch gesehen müsste man doch andere Sachen auch bewerten können. Okay, ich habe gegoogelt. Filmaufführungen und Sportveranstaltungen funktionieren auch. Okay, ein Spiel findet erst in 2 Tagen statt. Die nächste Theatervorstellung ist um 17 Uhr. Naja, okay. Geschäftspartner werden, okay? Ich glaube nicht. Nach der Schule geht Vincent Fischer mit zu Ava Wagner nach Hause. Is this our boy? Maybe, maybe. Irgendwie juckt das hier auch nicht so richtig wen, ne? Es ist doch traurig. Ich meine, sie hat keine hohen Anforderungen. Sie möchte nur 25 Simoleons verdienen damit. Hi, Vincent. Also seine Kleidung ist ein bisschen wild. Er findet sie richtig geil. Love it, love it, love it. Aber wir können ja einfach mal direkt ein Kompliment machen. Mal gucken. Er findet uns heiß. Sein Charakter finden wir auch ganz toll. Da machen wir ein bisschen flirty und einen Anmachspruch. Spezi, geh weg. Dann geben wir ihm Blumen. Er liebt es so. Dann können wir ihn massieren. Das läuft dir richtig gut, Alter. Ich lieb's ja. Und dann können wir ihn hier einfach mal einen überschwänglichen Kuss aufdrücken. Weil, fuck this.
Man kann ja mal ein bisschen wilde Dinge tun hier. Okay, klappt das? Klappt das? I love it. Oh, das fand er jetzt kacke? Können wir uns entschuldigen? Mann, es lief so gut. Möchtest du über Nacht bleiben? Hätte ja klappen können. Okay, möchte jetzt nichts Romantisches mehr. Über Stern, kleiner Weißer reden. Das würde sie safe tun. Kritik über Film schreiben, so. Und wir gucken die Zirkustour. Also Vincent ist auf jeden Fall Single. Das ist schon mal gut. Spezi, Alter. Also, hallo. Charisma Level 3, Girl. Okay, wenn wir jetzt wieder langsam wieder hier reingehen. Überschwänglicher Kuss ist immer so ein bisschen wild. Vielleicht umarmen wir uns erstmal. Vielleicht gefällt ihm das mehr. Ja. So, und dann massieren wir ihn nochmal. Und dann versuchen nochmal ihn zu küssen. Oh, süß. Oh. Ins Ohr flüstern. Können auch rumschmusen. Und dann kannst du ihn mal fragen, wollen wir zusammen sein? Oh, er sagt ja. Wie süß. Süß. Vielleicht möchte er ja über Nacht bleiben. Yay. Ich freue mich sehr. Geil, einfach Musik hören. Und dann wird die Jobleistung besser. Let's go. So, während jetzt hier alle so ein bisschen rumchillen, werde ich den Part an der Stelle beenden. Und wow, die Kamera läuft noch am Ende des Parts, Leute. Hammer. Ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat. Ich hatte bis auf die Abstürze sehr viel Spaß. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier mit Ava zurzeit echt vorankommen. Ne? Also, die sitzt halt immer auf dem Thumbnail, weil immer irgendwas abgeht mit ihr. We love it. Wir sehen uns dann sicher beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!